Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Ja, wir befinden uns hier im kalten Gebirge. Also das ist jetzt nicht der spezielle Ort, sondern wir müssen hier uns weiter in Richtung Festung vorarbeiten und hier die Nazgûl kämpfen immer noch mit den Adlern. Letztes Mal haben wir hier einige Truppen besiegt und jetzt geht es hier weiter. Mal schauen, was jetzt hier passiert. Uiuiui, das waren aber viele, oder? Habt ihr es gesehen? Wir können ja nochmal nachschauen oder hier runterblicken. War das hier? Ist das hier? Es geht gerade los. Wartet mal. Ich muss mal den kurz hier umlegen. Ah! Jetzt. Boah, der war geil. Habt ihr es gesehen? Vollen Rücken. Wie Hammer. Ah, da hinten. Ja, gleich. So. Habt ihr hier mein Eintrittspassage versaut. Hier seht ihr das. Die marschieren hier alle in Richtung Berg und da müssen wir auch hinein. Also, wenn wir denen dort begegnen, dann. Nein! E wollte ich drücken, alles plündern. So, und jetzt geht's hier oben weiter. Nochmal zwei richtig starke Gegner. Den ersten knöpfe ich mir mal vor und den Rest überlasse ich hier meinen Kumpels. Okay, das bringt nichts. Dann gehe ich erstmal hier hoch. Knapp verfehlt hier. Puh. So, anscheinend haben die den besiegt. Ja. Okay. Und wir haben jetzt hier den letzten den Garn ausgemacht. Und da war wieder ein Nazgûl ganz nah. Und ich treffe heute mal wieder die Tasten nicht. Wie so oft. Ach, jemine. So, wo geht's denn jetzt hier in den Berg rein? Auf jeden Fall müssen wir erstmal hier hoch und uns noch alle Gegenstände aus der Truhe holen. Das sieht doch mal schön aus, was wir hier erbeuten. Hat sich also gelohnt und hier können wir noch Dinge verkaufen und es geht wieder mal los. Meine Shopping-Tour beginnt. 75 sieht zwar scheiße aus, also verkaufen wir hier die beiden. Naja, die hat nicht mehr so viel. 204. Ach komm, weg damit. So, halt. So, brauchen wir noch alle 80, 85, 22. Das ist das, also, nee, haben wir nicht. 85, 228. Wie viel kostet der? 177. Also wird der am besten sein. Da werde ich mal hier nur den ersten verkaufen. Hier sollte eigentlich alles klar sein. Können wir eh nicht nutzen. Bögen ist auch geregelt. Schwerter haben wir hier. 76, wie wir haben jetzt 100. Nee, ja. Lassen wir erstmal. Weg damit. Das Schild wollten wir behalten. 181, das ist besser. Noch ein. Nee. Also können die beiden hier raus. Raus damit. Nee. Zu schlecht. Auch nicht genügend Power dahinter. Hier, das ist schon besser. Das haben wir doppelt. Kann alles hier raus. Wie viel hat das? 17 bis 27. 193. 193. 131. Da kommt das noch weg. Ich würde sagen, es reicht erstmal. Und hier noch bei den Schuhen 33, 32, 37, 51. Was hat das hier? 51 haben wir doppelt. Gut. Okay. Überflüssige Gegenstände verkaufen wir mal. Was ist das hier? Raben. Verzierte Kriegsausrüstung. Ne, den Rest brauchen wir noch alles. Deswegen wollen wir noch kurz Dinge kaufen. Vielleicht gibt es hier ein geiles Schwert oder so. Aber sieht nicht so aus. Nee. Oh, 212. Nee. Machen wir ein andermal, oder? Jawohl. So. Jetzt ist die Frage, wo geht's denn weiter? Habe ich irgendwas übersehen?
Ah, da unten. Ah ja. Oh nee, 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 jetzt kommen hier gleich zwei Trolle. Verdammt. Ach du Scheiße. Also hier müsst ihr wieder aufpassen, jetzt kommen zwei Trolle auf einmal. Wir müssen einen Weg durch dieses Tor finden. Versucht erstmal nur den ersten hier auf euch zu hetzen. Der da jetzt kommt. Alter, der sieht mies aus. Und er kann auch Dinge, Steine werfen. Also sieht er so einer der üblen Sorte. Jawohl. Aber der Anfang ist schon mal hier ganz gut. Können ihn ernsthaften Schaden zufügen. So, wir waren die Einzigen, die aufgepasst haben. Und jetzt wirft er uns hier ab, aber keine Chance. Komm her, du dummes Vieh. Ah, jetzt hat er uns erwischt diesmal. Ah, zum Glück nur einmal. Puh. Wir werden jetzt ein bisschen geheilt durch den Schlachtruf von von Farin. Ich wollte wieder Gimli sagen. Ja, uns gelingt es noch nicht wirklich eine geile Trefferreihe. Hier übrigens der Grafikfehler zu. Obwohl es, nee, soll bestimmt so gemacht sein. Oh, hast du daneben gehauen, du armes Tierchen. So, schön agil bleiben und immer hin und her rennen. Ah, nicht in die Keule rennen, so wie ich gerade. Das war sehr dumm. Und jawohl, wir haben es geschafft. Der erste ist gestorben, durch unseren Schwerthieb, und wir haben hier verzierte Stiefel des Bergsteigers bekommen. Klingt auf jeden Fall edel. Mal schauen, was die Performance dahinter sein wird. Heute ist Performance irgendwie mein neues Lieblingswort. Und jetzt kommt hier gleich noch einer. Da seht ihr ihn schon. Nicht genug Kraft. Haha, gleich zwei. Also drei Trolle. Jawohl, ich glaub's ja auch. Das wird ein Spaß, oder? Ha? Das ist doch immer schön, so drei Trolle zu besiegen. Macht ihr doch auch immer, oder? Geht's euch das nicht so? Jawohl. Also ihr könnt ja ein bisschen gucken, die hauen sich auch manchmal gegenseitig um. Vor allem rennt erstmal raus, da habt ihr mehr Platz als in der Höhle. Oh, der Schuss war weit daneben und ich habe auch wenig Schüsse noch, also Pfeile im Köcher, nur noch 27, aber ich brauche die einfach. Au! Das war knapp. Okay, jetzt kommen sie gleich hier beide. Komm her. Komm zu mir. Hallöchen! Voll in die Wampe. Oh, war der schneller als du? Obwohl, ich rufe jetzt mal hier den Adler. Ja, genau. Oh Mann, jawohl. Der Adler macht ordentlich Schaden. Und er ist tot, jawohl, und wir haben ein neues Schwert bekommen. Ich hoffe mal, das wird besser sein. Nein, verdammt. Und unsere Klinge ist schon sehr beschädigt, wollte ich sagen. Oh Mann. Jetzt will ich nie drauf gehen. Uns fehlt wieder Mana, also wir müssen unbedingt hier unseren Willen erhöhen, damit wir dann mehr Ausdauer haben. Alter.
Alter. Der war der Schlag. Oh Mann, wir sind gleich tot. Ja, sehr gut, das wollte ich gerade bewirken. Und jetzt sind wir hier erledigt. Ich hoffe mal, wir werden schnell geheilt, weil wenn jetzt einer der Helden stirbt, dann war's das. Also der zweite Troll ist auf jeden Fall härter. Und diese neue Pfeile, das brauchen wir jetzt unbedingt. Ist schon richtig geil hier. Neue Pfeile ist sehr, sehr schön. Haben wir jetzt wieder 26, auch nicht so berauschend, aber besser als gar nichts. Vor allem wir beschießen den und Andriel wird abgeworfen. Komm schon, Zwerg, wir haben noch Feinde zu besiegen. So, jetzt probier ich mal mit dem Zweierangriff nochmal. Nein! Nein! Falsche Taste! Verdammt! Naja, dann setzen wir jetzt mal hier neue, brauchen wir neue Mana, und damit wir den hier den Kampf mal ein bisschen spannender gestalten und schneller vergeht, probieren wir mal hier den mit Hilfe von Zauberenergie zu besiegen. Alter! Was ist denn jetzt hier? Sehr gut, jetzt müsste der aber mal so langsam tot sein. Oh, an dessen Stelle bin ich wieder tot. Das gibt's ja gar nicht. Der ist zäh, also. Richtig zäh. Zäh. Jawohl, Farin hat ihn umgelegt. Jetzt müssen wir nur noch unser Überleben irgendwie sichern hier. Und mal schauen. Es war schon wieder hier eine sehr spannende Folge, beziehungsweise sehr kampfgeprägte Folge. Hier drei Trolle haben wir gerade hier zerlegt. Uiuiui, so ist hier oben noch jemand. Mich würde wundern, wenn bei der Anzahl von Orks niemand hier oben sein wird. Aber anscheinend doch nicht so. Deswegen werden wir noch gerne hier die Heilmittel und Ähnliches uns zur Verfügung stellen lassen, und wir laufen weiter, und da oben sehen wir zwar einige Truppen, aber da ist der Eingang der Höhle. Endlich ist es soweit. Wir erreichen bald den Eingang der Höhle, und es hat gespeichert, also geht los, neue Filmsequenz. Da vorn, noch eine Meute Orks. Seht, da ist eine Tür. Hier war ein schweres Gefecht. Die Spuren sind schwer zu erkennen, aber es scheint, dass der Kampf im Bach war. Also, irgendjemand muss vor uns schon hier gewesen sein. Vielleicht die Zwerge oder irgendwelche Elben. Menschen glaube ich eher nicht, und die Gefährten denke ich auch nicht. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen und werden der Sache auf den Grund gehen. Und jetzt geht es los. Oh, da oben, den habe ich ganz übersehen. Verdammt. Ich hoffe mal, Farin setzt hier mal wieder ein bisschen seine Bogenkünste ein, aber anscheinend nicht. So, du fettes Vieh, jetzt kommst du mal hier auch noch meine Klinge. Jawohl, komm weg. Huh, der war geil, oder? Neues Level und gleich weg. So, jetzt bin ich dran. Ey, meine. Das ist meiner. Ja, das ist mein Urukai. Ne, mein Berserker. Jawohl, Hallöchen. Nächster? Nee. Erstmal zum Warmwerden hier noch. Kurz 6 Pfeilen ausgewichen. Einer hat getroffen. Okay, erster weg. Kommt er hier runter? Kommen wir hier hoch? Alter, wie soll man den da besiegen? So was Sinnloses. Puh, ja, weiter geht's. Irgendwie bin ich jetzt besser oder die sind schlechter. Das ist jetzt die Frage. Es geht ihr jetzt relativ schnell, die zu besiegen. So, dritten schon umgelegt, vierer haben wir schon. Anscheinend ist der andere auch gestorben, der andere Berserker. Und jetzt noch hier der letzte Bogenschütze. Machen wir einen Kopf ab? Nee, schade. Okay, das sollte es gewesen sein, oder? Nee, hier unten scheint immer noch der Kampf zwischen Farin und dem Berserker zu wüten. Und Farin ist gefallen. Ach man, Farin, komm mal her. So geht das, ne? So musst du das machen.
Und dann haust du dir nur eins kurz auf die Mütze. Aua. Ne, der haut mir eher eins auf die Mütze. Ui. Ich will. Nein, das war meiner. Dumme Andriel, ey. Egal, sie gewährt uns jetzt hier Heilung, die wir dringlich benötigen, und der verbeugt sich schon vor uns. Jawohl, so muss das sein. Genießen wir noch hier kurz die Landschaft. Dass uns die Nazgul nie angreifen, ist schon erstaunlich. So, geheilt und weiter geht's. So, und was uns jetzt hier nach dem Gundabad-Bergpass erwarten wird, seht ihr dann im nächsten Teil. Also dranbleiben lohnt sich. Ciao!